Jetzt für die AfD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und bei YouTube. Der Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung soll 2023 Ausgaben in Höhe von 11,1 Milliarden Euro umfassen. Dazu kommen noch Verstärkungsmittel, die im Einzelplan 16 für das BMZ reserviert sind, sodass das Ministerium im Jahr 2023 Ausgaben bis zu 16,1 Milliarden Euro tätigen kann. Das sind 16 Milliarden Euro für die internationale Entwicklungshilfe, die 2023 nicht in Deutschland zur Verfügung stehen werden. Wie Sie alle wahrscheinlich auch mitbekommen haben, sind das alles Ausgaben, die aufgrund der derzeitig dramatisch steigenden finanziellen Belastung unserer eigenen Bevölkerung verstärkt Anlass zur Kritik geben. Man hört das gerade an jeder Ecke. Die Menschen sagen, dass es falsch ist, so viel Geld ins Ausland zu überweisen, während es bei uns Rentner gibt, die trotz der Tatsache, dass sie ein Leben lang gearbeitet haben, nicht von ihrer Rente leben können. Und diese Menschen haben recht. Jedes Land hat die Verpflichtung, sich zuallererst um seine eigene Bevölkerung zu kümmern. Allerdings, ein Staat hat natürlich nicht nur die Aufgabe, die Grundbedürfnisse seiner Bevölkerung sicherzustellen, sondern muss auch Sicherheit gewährleisten und Maßnahmen ergreifen, die das unterstützen. Eine gute Entwicklungshilfepolitik kann einen Beitrag leisten, um Krisenregionen in der Welt zu stabilisieren. Krisenregionen, die aufgrund ihrer schlechten Lebensbedingungen oft zum Nährboden für Extremismus und Terrorismus werden und von denen dann terroristische Gefahren und Migrationsströme ausgehen, die unser Land vor ernste Sicherheitsprobleme stellen. Aber es muss eben eine gute Entwicklungshilfepolitik sein. Eine Politik, die deutschen Interessen nutzt und dabei internationale Partner weder überhöht noch wie unmündige Kinder behandelt, sondern mit Respekt und auf Augenhöhe. Doch die Entwicklungshilfepolitik zeichnet sich dadurch gerade nicht aus. Das stellt man fest, wenn man sich abseits des Einzelplans 23 mal ein bisschen einliest. Das habe ich diesen Sommer nämlich gemacht und dabei ein unglaublich erhellendes Buch gefunden, das ich hier gern allen empfehlen würde. Es heißt Against White Feminism und stammt von der Anwältin und Aktivistin Rafia Zakaria. Kleine Vorwarnung, in der deutschen Übersetzung wird leider gegendert. Aber es lohnt sich trotzdem, weil Frau Zakaria nämlich dem gesamten System der westlichen Entwicklungshilfe samt wertegeleiteter Außenpolitik einmal komplett die Hosen runterzieht. Kostprobe. Sie schreibt, anstatt die Empfänger von Hilfsprogrammen zu empowern, also tatsächlich zu befähigen, neigt die Entwicklungshilfe dazu, ihre Schützlinge als hilflose, rückständige, voraufklärerische Versionen weißer westlicher Frauen zu betrachten, deren soziale und kulturelle Unterschiede gegenüber dem Westen Probleme sind, die es zu lösen gilt. Sie führt dann weiter aus, dass die Entwicklungshilfe auf der Grundlage der Fehlanalyse handelt, dass die Empfänger der jeweiligen Maßnahmen unwissend und unpolitisch seien und keine eigenen Ideen oder Überzeugungen in Bezug auf ihr eigenes Wohlergehen hätten. Damit legt Frau Zakaria den allen Entwicklungshilfemaßnahmen inhärenten Werteimperialismus des globalen Nordens gegenüber dem globalen Süden offen. Wenn man das so liest, dann versteht man auch, wie es dazu kommen konnte, dass in der internationalen Politik derzeit ein antiwestlicher Block entsteht, wie die Welt das im Juni bereits treffend beschrieben hat. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat das nach seinem Besuch des G20-Außenministertreffens in Bali feststellen müssen. Wir geraten also derzeit in eine Situation, in der der globale Süden eine neue, selbstbewusste Stimme findet und Deutschland in Gefahr gerät, sich international zu isolieren, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher. Was machen wir also jetzt? Der erste Schritt muss sein, dass wir die Grundlagen unserer Entwicklungshilfepolitik und die einzelnen Programme endlich kritisch prüfen. Nicht nur auf Einsparpotenziale, sondern auch darauf, ob sie ihren beabsichtigten Sinn und Zweck erfüllen. Ich habe die Bundesregierung bei der letzten Beratung dafür kritisiert, dass wir keinen Überblick darüber haben, was eigentlich in welchem Land mit dem deutschen Steuergeld so alles passiert. Und siehe da, AfD wirkt, das versprochene Transparenzportal, in dem man genau das zu dieser Frage
Da findet man ein paar Antworten. Das kann sich auch jeder mal anschauen, dieses Transparenzportal. Geben Sie eigentlich mal ein BMZ-Transparenzportal bei Google und Sie finden eine schöne Excel-Liste. Die hat jetzt den Stand vom 23.08.2022 und umfasst sportliche 27.749 Einträge, reicht aber auch bis ins Jahr 1995 zurück. Es wäre wünschenswert, wenn diese Liste einmal im Quartal aktualisiert werden würde, denn damit ist tatsächlich ein großer Schritt in Sachen Transparenz getan. Kleiner Seitenhieb gegen die Union. Warum Gerd Müller das in 8 Jahren Regierungstätigkeit nicht hingekriegt hat, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Dass die Ampel Ihnen hier jetzt den Schneid abkauft, ist auch schon ein bisschen unschön. Mit diesem Blickwinkel freuen wir uns auf die Beratung und kündigen jetzt schon mal an, dass wir, wie auch beim letzten Mal, Änderungsanträge einbringen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Kollegin Claudia Ravlöschen hat jetzt